Also zunächst galt ja für diesen Bereich eher das Stichwort Gastarbeiter, nicht? Das war, glaube ich, das erste Abkommen mit Italien Mitte der 50er Jahre und es war ein Bedarf an Arbeitskräften, gerade auch in München, wenn ich an BMW, Siemens und andere denke. Und der berühmte Bahnsteig 11 war damals schon ein Begriff und ich erinnere mich sogar, dass, glaube ich, einmal der millionste Gastarbeiter, der ankam, dort eine Ehrung sozusagen entgegennehmen konnte, irgendein Motorrad oder eine Vespa oder was weiß ich. Also das war noch nicht der Gedanke der Einwanderung, der Migration, es war der Gedanke des Gastarbeiters und es war eigentlich die allgemeine Vorstellung, dass die nach einiger Zeit wieder nach Hause gehen und dass dann vielleicht andere Gastarbeiter kommen. Andere Vorgänge spielten vielleicht jedenfalls im Hinterkopf eine Rolle. Das waren die Vertriebenen und Flüchtlinge in den Jahren unmittelbar nach dem Krieg, nicht? Also München war es schon gewohnt, dass Menschen kamen, die hier nicht geboren waren, sondern eben zuwanderten. Die Sudetendeutschen beispielsweise, die für München eine gute Rolle gespielt haben. Aber die Zuwanderung und die Einwanderung aus anderen europäischen Ländern, das war zu Beginn der 60er Jahre noch nicht das Thema. Das war für die Stadt dann allmählich wahrnehmbar, dass eben die Gastarbeiter blieben und dass die Zahl derer, die gekommen waren aus anderen Ländern, dass die kontinuierlich eher zunahm. Und dann, nach der Entscheidung von Rom im Jahr 1966 bei der Olympiavorbereitung, stieg die Zahl insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft enorm, nicht? Wir hätten ja ohne die türkischen, jugoslawischen und natürlich auch italienischen Helferinnen und Helfer auf diesem Gebiet das innerhalb der kurzen Zeit gar nicht geschafft. Wir sind auch mit allen Bauten damals noch rechtzeitig fertig geworden. Wir mussten nicht die Verlegung der Olympischen Spiele und die Verschiebung beantragen, weil wir mit dem Stadion nicht fertig werden, ne? Heute tauchen ja solche Probleme gelegentlich auf. Nicht in München.